Hallo zusammen und damit willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Karmesin. Wir werden heute endlich in die Pokémon Liga gehen, aber erstmal werde ich euch zeigen, wie es jetzt hier aussieht. Ich habe jetzt noch ein paar Raids selber auch gemacht und habe die Bonbons natürlich alle eingesetzt, die wir aus den vergangenen beiden Folgen uns ergattern konnten. Und jetzt ist jeder zumindest auf Level 58. Damit kann man, denke ich, das Ganze mal probieren. Ich habe halt keine Ahnung, wie die gelevelt sind. Aber die werden wahrscheinlich auch so Level 64, 65 rum sein. Also einfach wird's mit Sicherheit nicht. Aber eine kleine Herausforderung suche ich ja auch. Und ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Wenn es überhaupt nicht geht, dann können wir ja immer noch das später nochmal angehen. Jetzt ist erstmal die interessante Frage, wie man überhaupt zur Pokémon-Liga kommt. Oh, wahrscheinlich durch dieses Tor hier. Weil das sah ja auf der Karte so ein bisschen seltsam aus. Aber ich denke mal, das wird uns zum richtigen Ort führen. Ja, das sieht ganz gut aus da hinten. Oh, hier gibt es sogar Trainer. Zumindest einen, so eine halbe Siegesstraße wahrscheinlich. Ich bin gerade auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Kämpf doch zum Andenken mit mir. Okay. Ja, bin sehr gespannt. Ich weiß nicht mal, welche Typen die Top 4 haben. Wird sich zeigen. Oh, ich mag Espinodon. Und dieser Ruf ist auch so cool. Warte, was? Level 14? Okay. Er hat einen Mauzi auf Level 14 und ist gerade auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Okay, ich weiß ja nicht, ob das nicht vielleicht der falsche Ansatz ist. Auch eine Niederlage nehme ich gerne als Andenken mit. Okay, ich hinterfrage das nicht. Huch! Hilfe, ich habe die Kontrolle verloren. Warum? Ich will nicht schleichen. Ah, okay. Irgendwie habe ich gerade ein bisschen mein Controller gerade ein bisschen überlastet. Oh, hier ist noch ein schwerer Trainer. Da zoomt direkt die Kamera auf. Raus. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, jungen Trainern zur Erfahrung zu verhelfen. Ein Taxipilot hat wohl einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Ui, Radigator. Ja, gute Frage. Was machen wir da jetzt? Ich gehe mal auf Drachenroute. Oh, oh. Aber gut, unser Espinodon hält ja viel aus. Und tschüss. Ich weiß gar nicht, wie schnell Espinodon ist, muss ich mal an der Stelle sagen. Aber es macht auf mich jetzt nicht so einen langsamen Eindruck. Es geht wahrscheinlich. Und warum ist es jetzt unsichtbar? Ach so. Da war bloß die Kamera ein bisschen seltsam. Ja, das war jetzt eine denkbar schlechte Wahl. Deswegen gehe ich mal auf Gengar. Ja, das ist ja hier bloß Vorgeplänkel. So richtig hart wird es ja dann erst, wenn wir in der Liga drin sind. Ich mache heute auch eine große Aufnahmesession. Das heißt, ich nehme jetzt gleich zwei Folgen am Stück auf, weil ich ja unter anderem übers Wochenende nicht da bin. Das habe ich ja schon mal... Achso, nee, habe ich das nur in Wizard erzählt? Auf jeden Fall bin ich nicht da. Und deswegen kann ich wenigstens ein bisschen was vorproduzieren, damit das nicht komplett ohne Videos ist. Ne? Okay. Jetzt kommt Radigator wieder. Können wir da nicht drin bleiben? Ich. Ach Gott, dieser dreckige Unlichttyp. Ich kann mir nie merken, was dagegen effektiv ist. Aber ich glaube, Kampf war gegen Unlicht effektiv. Vielleicht war es auch andersrum. Das wäre jetzt schlecht. Ich probiere es einfach mal mit Adrian. Ich finde Radigator ist so ein cooles Pokémon. Ach Gott, der Bedroher, ja, den habe ich gerade ganz vergessen. Ja, Kampf war sehr effektiv. Habe ich es mir doch einigermaßen richtig gemerkt. Und Radigator auch besiegt. So, was ist jetzt sein letztes Pokémon? Wir haben es ja noch gar nicht gesehen. Azugladis.
Azugladis, was war denn das nochmal? Ich glaube da. Ach, stimmt, ich erinnere mich. Das ist das Feuergeist-Pokémon. Also die Weiterentwicklung von Knarbon. Feuergeist, ja. Ich gehe mal auf Gengar. Ich denke, der wird schnell genug sein, um den hier zu besiegen. Schönes Pokémon, das Azugladis, muss ich ja sagen. Ich hätte es ja fast selber in Steam genommen, aber es hatte leider neben meinem Gengar keinen Platz. Und auf mein Gengar hätte ich niemals verzichtet. Ich liebe dieses Pokémon einfach viel zu sehr. Okay, war ja eigentlich ganz einfach. Na, hast du Erfahrung sammeln können? Ja, kann man so sagen, auch wenn es nicht für ein Level gereicht hat. Gut, hier ist auch natürlich nochmal ein Pokémon-Center direkt vor der Liga. Hätte mich aber auch gewundert, wenn es nicht so ist. Einmal bitte die Pokémon heilen, meine liebe Schwester Joy. Und dann gehen wir direkt rein. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir vorher schon sehen können, welchen Typ die haben. Oh, da steht auch schon Sagaria. Hallo Aradon. Du hast dich also dazu entschieden, dich der Pokémon-Liga zu stellen. Um den Champ-Rang zu erreichen, musst du noch einen letzten Test bestehen. Und dieser findet in dem Gebäude hinter mir statt. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Erfolg. Und ich freue mich schon darauf, dich bald wiederzusehen. Also sie kann einem schon irgendwie Angst machen, weil sie halt so unscheinbar wirkt irgendwie. Aber da wird vermutlich viel mehr dahinter stecken. Möchtest du dich der Champ-Prüfung der Pokémon-Liga stellen? Du bist Aradon von der Orangenakademie, korrekt? Wie ich sehe, besitzt du 8 Arena-Orden. Dann ist ja alles klar. Tritt bitte ein. Dich erwartet eine mündliche Prüfung. Was? Oh Gott, jetzt komme ich. Jetzt gibt's Abitur-Flashbacks. Ist wirklich so, was zum Geier? Ich kann mich an diesen Teil kaum noch erinnern. Vielen Dank, dass du dich heute hier eingefunden hast. Nimm doch bitte Platz. Hilfe? Mein Name ist Kay. Ich werde heute deine Prüferin sein. Beginnen wir nun mit dem ersten Teil deiner Champ-Prüfung. Hierbei handelt es sich um die mündliche Prüfung. Ja, lass mich zunächst sehen, wie viele Arena-Orden du besitzt. 8 Stück, ja, wunderbar. Ich werde dir nun ein paar Fragen stellen, Aradon. Bitte wähle deine Antworten mit Bedacht, da ein einziger Fehler ausreicht, um durchzufallen. Dann wollen wir mal anfangen. Wie hast du dich heute hierher begeben? Mit einem Reit-Pokémon? Das war eine gute Entscheidung. Bitte nenn mir den Namen der Akademie, an der du derzeit eingeschrieben bist. Die Apfelakademie. Die Orangenakademie natürlich. Verstehe. Warum bist du heute zur Pokémon-Liga gekommen? Um Champ zu werden natürlich. Ja, dies scheint mir unter den gegebenen Umständen auch die passende Antwort zu sein. Angenommen, du wirst tatsächlich Champ, was wirst du dann als nächstes tun? Wahrscheinlich gegen die Mila kämpfen, weil sie dann uns wieder auflauern wird. So ist das also. Sehr interessant. Als nächstes wüsste ich gerne, welche der 8 Arenen dir am schwersten gefallen ist. Gott. Ich muss gestehen, ich kann mich kaum noch daran erinnern. Und ich kann mich auch kaum an die Städtenamen erinnern. War Mesclara City nicht die Arena mit dem Normal-Arena-Leiter? Ich glaube, die war schon hart. Verstehe.
Gegen wen bist du in dieser Arena angetreten? Ich hoffe, es war Aoki. Du scheinst ein gutes Gedächtnis zu haben. Gott sei Dank, ey. Ich hatte gerade kurz Angst. Erinnerst du dich auch an den Typ, den die Pokémon von Aoki gemein hatten? Das war der Typ Normal. Okay. Wunderbar. Dein Ablegen der Champ-Prüfung zeugt davon, dass du über jede Menge Können verfügst. Daraus schließe ich, dass du auch einer großen Anzahl verschiedener Pokémon begegnet bist. Aber kannst du mir sagen, welcher Kategorie das erste von dir ausgewählte Pokémon angehört hat? Das war Flora, Katze. Wir haben ja einen Felori damals bekommen. Sehr schön, sehr schön. Entschuldige, aber lass mich eine der Fragen von vorhin bitte noch einmal stellen. Wenn du wirklich Champ werden solltest, was wäre dein nächstes Ziel, Aradon? Gegen Nemila kämpfen immer noch. Hilfe? Ach, richtig, das war's. Wahrscheinlich wäre man jetzt durchgefallen, wenn man was anderes genommen hätte als vorhin. Kommen wir nun zur letzten Frage. Magst du Pokémon, Aradon? Ja. Sonst wären wir nicht hier. So, das war's dann hiermit für dich. Die mündliche Prüfung ist vorbei. Und, wer hätte es gedacht, ich darf dir gratulieren. Ich habe meinen Stift fallen lassen. Du hast den ersten Teil der Champ-Prüfung mit Bravour bestanden. Und das auch gleich noch beim ersten Versuch. Ich glaube, das hat seit Nemila keiner mehr geschafft. Na gut, so schwer war sie ja jetzt auch nicht, wenn man zumindest einigermaßen mit dem Kopf dabei ist. Aber egal, Zeit zum Grübeln haben wir auch später noch. Auf zur nächsten Prüfung. Dabei stehen dir die Pokémon-Kämpfe gegen die Top 4 bevor. Hilfe. Deshalb nennen wir diesen Teil auch die praktische Prüfung. Ergibt Sinn. Ich weiß, kein besonders einfallsreicher Name, aber hey, er erfüllt seinen Zweck. Du wirst gegen 4 auserwählte Trainer der Pokémon-Liga antreten, und zwar hintereinander. Das wird kein Kinderspiel, also sieh zu, dass du dich gut vorbereitest. Wenn du soweit bist, geh einfach durch die Tür hinter mir. Ja, ich hoffe mal, dass wir vorher noch irgendwie rausfinden, gegen wen wir antreten. Meistens verrät der Raum, in dem man ist, ja auch schon einiges. Wobei das jetzt hier eigentlich sehr neutral aussieht. Könnte höchstens Eis sein oder sowas. Oder treten wir jetzt gegen sie an? Könnte auch sein. Dann lass uns gleich mal loslegen. Als erstes bekommst du es mit meiner Wenigkeit zu tun. Ein Kampf gegen Kay von den Top 4. Glaub ja nicht, dass ich es dir leicht machen werde, also leg dich besser ins Zeug. Es geht direkt los. Wir haben nicht die Möglichkeit, noch irgendwas zu verändern. Okay, keine Ahnung, was sie jetzt benutzen wird. Wasser, anscheinend. Und sie beginnt mit Velsa. Endlich können wir mal gegeneinander kämpfen. Wehe, du knickst zu schnell ein. Level 57, hey, das passt doch ganz gut sogar. Aber mal schauen, wie es dann noch später wird mit den Leveln. Gehen wir mal auf Eiszapfhagel. Ja, zieht gut was ab. Oh. Ich bin echt erstaunt, wie viel Espino dann aushält. Also das ist schon wirklich ein kleiner Mini-Tank. Und die Überreste helfen da auch noch ein bisschen. Noch ein zweiter Eiszapfhagel sollte das Ganze beenden. Die Musik ist auch wieder sehr interessant. Sehr gut, Espinolon. Du hast das erste Pokémon von ihr vernichtet. Donphan kommt jetzt. Ach nee, sie setzt wahrscheinlich Boden-Pokémon ein. Ach Gott im Himmel, was ist denn dagegen nochmal effektiv? Hm.
Gengar ist Quatsch. Das eigentlich auch. Ich könnte... Was könnte ich denn machen? Das muss ich mal kurz überlegen, weil... Es gibt auf jeden Fall ein paar Pokémon, die da eine Schwäche gegen haben. Donphan. Maskagato eigentlich, oder? Ja, komm. Gehen wir zu Maskagato. Ich hoffe, das ist jetzt nicht diese... Ach nee, die andere Form heißt ja da noch anders. Gut. Hallo. So, dann gehen wir mit Blumentrick rein. Flora-Statue einzusetzen wäre jetzt dumm, weil danach können wir nichts mehr tun. Und das lohnt sich, glaube ich, nicht. Ja, wobei, es hätte gereicht, wenn wir es eingesetzt hätten. Oder auch nicht, es ist Robustheit. Okay. Damit ist es egal. Oh, Gifty, verdammt. Ah, das tut weh. Und wir sind auch noch vergiftet, verdammt. Aber einen Schlag kann Maskagato noch landen. Und kann Donphan damit noch besiegen. Ja, schade, dass der jetzt eine Giftattacke drauf hatte, aber kann ich ja nicht wissen. Jetzt wird es gleich langsam eng. Kamerupt. Bodenfeuer. Oder Feuerboden, was auch immer. Ich mache jetzt folgendes, ich bleibe mal kurz drin. Klingt vielleicht dumm, aber jetzt kann ich wenigstens die Flora-Statue noch einsetzen, bevor Maskagato stirbt. Weil schneller sollten wir auf jeden Fall sein. Wow, und er schafft den sogar noch. Krass. Das war jetzt ein vernichtender Schlag, Maskagato. Ich bin sehr stolz auf dich. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, was sie jetzt einsetzt. Ich gehe mal wieder zurück zu Espinodon. Hallo. Dickdri. Sieht immer sehr unscheinbar aus, aber da kann auch viel dahinter stecken. Sandsturm, okay. Ist ja nicht so geil. Wow, Alter, wir rasieren hier richtig. Hätte ich nicht gedacht. Aber auch sie wird mit Sicherheit dann jetzt gleich eine Terra-Kristallisierung am Ende benutzen. Ich habe gar nicht gesehen, hat sie 5 oder 6 Pokémon? Das ist ja in den letzten Editionen immer so ein bisschen so ein Ding gewesen. Dass die Trainer nicht immer 6 Pokémon hatten. Wer ist denn Zulord? Keine Ahnung. Nicht übel, sprach der Dübel. So machen Kämpfe Spaß. Zulord. Ach, dieses Vieh. Sollte aber, denke ich, auch eine Eisschwäche haben. Zumindest hoffe ich das mal. Jetzt wird's ungemütlich für euch, Zulord. Schüttle unsere Gegner ordentlich durch. Ja, jetzt kommt die Terra-Kristallisierung. Es hat schon was Episches hier, aber das ist ja auch die Pokémon-Liga. Das erwarte ich auch davon. Ist auch eine Terra-Kristallisierung vom Typ Boden, also sie bleibt dem Ganzen treu. Ah, Schutzschild, verdammt. Damit kann sie jetzt ein bisschen Zeit schinden. Denn Espinodon kriegt der Schaden von dem Sandsturm. Ist aber nicht so schlimm, weil wir haben ja die Überreste. Und die heilen uns. Ist, glaube ich, sogar mehr Schaden jetzt geheilt, als es abgezogen hat. Was zum Geier, Alter? Warum knocken wir die hier so einfach aus? Krass, Espinodon. Ich bin begeistert. Der hat gefühlt fast ihr ganzes Team zerlegt. Ja gut, und Maskagato hat die andere Hälfte gemacht. Reife Leistung. Danke. Ach Mist, gegen dich hatte ich einfach keine Chance. Aber der Kampf hat trotzdem Spaß gemacht. Ich fühle mich irgendwie total erfrischt.
Weißt du, es gibt nicht viele Trainer, die in der Lage sind, die praktische Prüfung zu meistern. Doch bei dir habe ich ein gutes Gefühl. Dir könnte das vielleicht gelingen. Du darfst jetzt nur nicht leichtsinnig werden. Das nächste Mitglied der Top 4 ist nämlich nochmal eine Ecke stärker als ich. Häng dich rein. Hey, du bist an der Reihe, Stöpsel. Ich komme. Oh, jetzt kommt Poppy. Das Interessante ist, dass wir wirklich fast alle Top 4-Mitglieder schon im Vornherein kennengelernt haben. Hast du etwas verloren, Kay? Aber hallo, er ist echt stark, sieh dich besser vor. Ich werde auch den Kampf als unbeteiligte Zuschauerin mitverfolgen. Räche mich, okay? Ja, mach ich. Okay, aber bitte gib mir vorher noch Zeit, die Folge zu beenden. Gut. Darf ich auch? Ja, das ist jetzt sehr unscheinbar. Ich habe keine Ahnung, was sie jetzt einsetzen wird. Und ich muss definitiv mein Team erstmal wieder auf den Damm bringen. Das ist der falsche Knopf gewesen. So, gib mir auf jeden Fall einen Beleber. So, und ja, kann ich auch mit Minus jetzt hier machen. Zack, schön die Autoheilung. Ich werde jetzt mal Adrian nach vorne stellen. Irgendwie habe ich da so ein Gefühl. Und Adrian ist eigentlich immer eine gute Wahl für das erste Pokémon, weil er halt relativ viel hat, gegen das er vorgehen kann. Aber gut, Leute, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir die anderen drei Top 4 Mitglieder hoffentlich besiegen werden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.